So Türen, Dörfchen da und Zeltlager irgendwie wieder durch. Ihr kommt jetzt da mal in das ganze Gebiet. Schauen wir mal, dass wir da weiterkommen. So Türen kennen wir schon so in- und auswendig. Da sind wir ja schon fast wieder mal froh, wenn wir wieder Marmeladenvorhaut finden. Eine Brücke, die Brücke des Todes, keine Ahnung. Und wie oft ja keine Ahnung sage, aber das war wirklich schon seit einem Jahr, glaube ich, oder sowas. Das kriege ich einfach auch nicht weg. Das sage ich im richtigen Leben auch abartig oft. Das ist keine Ahnung. Weil es halt oft auch so ist, aber wirklich oft keine Ahnung. Aber einfach nur Ideen. Von daher kommt das. Gott, stirbt, die heben viel aus, da die Verwüster, diese fetten Batzen. So, du Phantomschlag. Ärgere ich mich nicht lang mit dir. Ein Wiederbelebungsbrunnen wäre ganz, ganz angenehm. So, dann da überqueren wir die Brücke. Wenn man von Teufel spricht, unteres Kriegslager. Kriegs mit Rrr. Ein Bergsatyren-Kriegslager, wie es scheint. Ah, zu früh eingesetzt ist da diesen Phantomschlag, wollte nicht. Und megamäßige Musik. Erinnert mich an StarCraft 1, die Musik. Ich glaube, da gibt es auch ähnliche. Ich glaube, Titancross hat einfach nur die Musik zusammengestohlen von diversen Spielen. Ich will da niemandem was unterstellen, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Cool wäre, wenn da ja wirklich also griechische Musik lautet. Sowas wie griechischer Wein auf einmal laufen wird. Griechischer Wein. Ist das wie das Level Up auf Erden? Komm, schenk mir ein. Gib mir Attributspunkte in die Traumbeherrschung rein. Von daheim. So soll das sein. Wir wollten aber eigentlich auf das da gehen, auf die Gesamtgeschwindigkeit, genau. Das ist mir jetzt eigentlich wichtiger. Scheiß auf die Trance. Mit dem nächsten Level Up. Jawohl, da haben wir noch die Gesamtgeschwindigkeit. Dann boosten wir die ja mal. Nachher laufen wir ein bisschen schneller und alles. Schadet nicht. So, na dann. 140 Intelligenz braucht es. Ja gut, mehr Intelligenz. Mit dem nächsten haben wir noch 120, 128, 140 braucht es. Okay. Wir skillen relativ viel Intelligenz, was glaube ich eher unnötig ist, weil wir ja eh bald Rüstungen finden werden, die was dann besser sein wird als diese blaue. Aber andererseits muss ich sagen, hat es halt auch den Vorteil, dass wir Fähigkeiten einfach öfters einsetzen können und nicht so Mana-Probleme haben. Und mit Fähigkeiten, mit denen machen wir eigentlich unseren Hauptschaden. Also mit Phantomschlag machen wir eben einfach wirklich einen mördermäßigen Schaden. Warum hat das Weiße aufgehoben? Ich hab nicht das verfickte Weiße angelegt. Ich hab das kleine Schwarze angelegt. Warum hab ich gerade lachen müssen bei kleinen Schwarzen? Das Spiel megamäßig laggt. Ja gut, bis Kriegslager, keine Ahnung, da ladet es megamäßig das Spiel. Da hat so Ladezone, wo man einfach kurz ein Standbild hat. Ich hoffe, der Ton wird dadurch nicht async. Es gibt bei, wo ist das gewesen, bei TV Total oder sowas, gibt so eine Verarschung, was weiß ich, die 10 lustigsten Talkshow-Antworten, irgendwie sowas. Ich glaube, es war bei TV Total und da werden eben so Fragen gestellt. Da gibt es ja diese, oder hat es früher gegeben, diese Serie, der Schwächste fliegt oder du bist der schwächste Glied, irgendwie sowas, oder du hast kein Glied. Nein, irgendwie sowas, und da sind halt dann so Fragen gekommen, was weiß ich, was war der Werbeslogan oder sowas von gegen die Atomkraftaktion da, Atomkraft, und dann hat man einsetzen müssen. Und der Arne antwortet halt dann so, nein, nein, und jeder weiß eigentlich, hat gesagt, Atomkraft, nein, danke. Dein Atomkraft, nein, nein, das klingt einfach deppert. Und da gibt es ja irgendeine beschissene Antwort zum das kleine Schwarze, aber wo wird der, was ist die Frage dazu? Ich weiß es nicht mehr, was er die Antwort ist. So dermaßen behindert und das Bild dazu göttlich. Ja, viele kennen es vielleicht nicht und müssen deswegen nicht lachen. Aber mir drückt es gerade Tränen in die Augen. Gott,
Ich muss das dort auf YouTube suchen, das ist mega geil. Obwohl ich nicht einmal meine Frage dazu weiß. Ich weiß auch, die Antwort war einfach göttlich. Oh Gott, die haben echt Tränen in die Augen. Was geht denn ab? Einfach so. Ah, sag dir nicht aus da, du Limos. So Leben, was sie, was du rückwärts hast. Komplett irrelevant, das ergibt keinen Sinn. Ah, ich muss gleich die Augenbolze abtrocknen. Oh, wir vor natürliche Höhle. Halt, warum bin ich da überhaupt reingegangen? Weg da. Scheiße auf die Sinnloshöhlen. Weg. Ah, jetzt kommen wir gerade die Tränen herrlich über die Wangen. Das ist schon unfassbar, oder? Wie witzig es ist, wenn man sich selbst amüsieren kann. Ah, ich hoffe, ihr regt da jetzt mit diesem Teil, mit diesem kurzen Teil des Let's Plays, okay, die Träne soll nicht in die Tasche durchfliegen. Auch auf andere Leute zum Lachen wenigstens an. Ah, wie glaube ich beschissen red, wenn ich lache. Und ich schniefel, tut mir leid. Ach, wie kann ich mich von sowas so dermaßen amüsieren? Echt, ich bin so leicht zu erheitern. Gut, scheiß auf das Kriegslager, aber wir müssen jetzt in jeden Winkel des Kriegslagers abgehen. Wir gehen jetzt weiter nach hinten und durchforsten dieses Kriegslager. Das habe ich glaube ich schon gesagt, das erinnert mich an dieses Nintendo Super World Cup. Da muss ich jetzt unbedingt endlich das Finalspiel spielen. Das lade ich dann hoch. Das Spiel ist auch so dermaßen epic. Viele kennen es vielleicht, es ist einfach witzig gewesen. Musik habe ich auch gar nicht so schlecht gefunden bei dem Spiel. Also 8-Bit-Musik. Ich bin ein 8-Bit-Musik-Liebhaber. Viele hassen es, aber ich liebe sie. Also so alte Musik, einfach so Nintendo, Super Nintendo-Zeiten. Und gut, Super Nintendo war glaube ich schon 16-Bit. Aber einfach diese alte Bitmusik da einfach, die finde ich mega geil. Hier sind das goldene Vlies, das ist geil, also diese Bergsatüren droppen die. Da werde ich dann irgendwann einmal nur so einen Run machen und die suchen. Denn ich glaube, dann haben wir Artefakt ready, das was irgendwas macht. Ich glaube, das war das mit dem Brandschaden. Moment. Hier sind das goldene Vlies, ja, das war das mit dem Brandschaden, ja, so ein Schwachsinn. Na, das war das mit Zaubergeschwindigkeit. Na gut, senkt da die Energiekosten, also wäre nicht komplett nutzlos, wenn wir es haben. Wildschweinmensch. Ah, das werden also die Kombinationen sein, die was mal angesprochen worden sein. Halb Wildschwein, halb Mensch. Was kommt da raus? Ein Wildschweinmensch. Ja, Titan Quest lehrt uns solche Dinge. So. Okay, das ist irgendwie jetzt verdorrtes Gebiet. Kann man jetzt auf einmal wieder untote Gegner? Was ist da los? Was ist da los? Habe ich da bei den Kriegslagern was übersehen? Ich hoffe nicht. Genau, falls ich irgendwelche Quests übersehen sollte, die was total wichtig wären und ihr wisst, hey, du hättest da hinten irgendwo links abbiegen müssen oder in die Sackgasse rennen müssen und das holen, dann bitte schreibt mir das auch drunter, dann kann ich das ja nur nachholen. Man kann sich ja überall hinbeamen und überall hinlaufen in diesem Spiel. Man ist ja nicht irgendwie gebunden an das, wo man momentan ist. Da würde ich das gerne wissen. Okay, die leuchten, die sind violett. Verdammt, halt, 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 weg. Weg, 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 da muss es einen Quest geben. Den Quest will ich finden. Gegner sind violett und Gegner leuchten wie Questgegner. Da muss es also einen Quest geben. Wir gehen da runter. Wir töten, mein Gott, sie verfolgen uns. Ich hoffe, der Quest ist nicht vergackt, wenn ich da jetzt schon umhaue. So, wir halten Ausschau nach irgendeinem Questgeber. Aber eigentlich müsste er, glaube ich, auch auf der Karte angezeigt werden schon. Ja, ich laufe jetzt einfach dreist durch und ignoriere die Gegner. Okay, das sind auch schon Skelettgegner. Und da ist irgendein Schrein. Schrein der Erfahrung, mega geil. Dann haben wir die Gegner doch gut. Wenn wir schon extra Bonuserfahrung kriegen und wir werden wieder mit Eisbolzen und allem beschossen. Die was irgendwie kurzzeitig also auf dem Boden liegen bleiben, wenn sie missen, so wie da. Sehr schöner Effekt da vom Spiel. Oh Gott, das kommt da für Riesenansturm daher. So wie den Dock hinweg. Was ist denn das? Da kommen nonstop jetzt und da ist eine Belagerung jetzt. Also natürlich sehr angenehm mit einem Erfahrungsschrein haben wir da schon. So, jetzt du da. Du wärst ein bisschen aufmüpfig und meinst, du bist besonders. Du kannst auch aufmüpfig werden, denn du bist besonders. Du hast mich fast umgebracht.
Heiltrank. So, jetzt gehen wir ihm noch auf die Nuss. Obwohl der keine Nüsse mehr so untot haben. Wir nehmen viel zu viel Schaden. Wir nehmen viel zu viel Schaden. Wir ergreifen die Flucht und warten, bis der Phantomschlag wieder ready ist. Und die Welle. So, und jetzt Magier. Du bist, glaube ich, das Hauptproblem da. Der macht so einen Dreifachschuss. Okay, das sind mehrere Magier ineinander gesteckt, deswegen. Aber er hat trotzdem seinen Dreifachschuss benutzt. Das ist auch eine Fähigkeit von der Geistmeisterschaft. Da können Magier, die was natürlich mit so Stecken eben attackieren, können da die Fähigkeit erlangen, dann drei Geschosse auf einmal abzuballern. So, ich suche jetzt trotzdem nur diesen Nebenquest-Jungen da. Oder habe ich da einfach irgendwas übersehen? Vielleicht wäre da ein Delphi gewesen, dieser Nebenquest. Ich laufe einfach einmal, aber ich befürchte, den habe ich einfach versammelt. Leider. Könnt ihr aber eben nachholen, glaube ich. Also falls mir irgendwer sagt, wo ich diesen Questgeber für diese Skelette da gefunden hat vorne, also nach dem Kriegslager, dann bitte mitteilen, dann geht er nochmal hin und erfüllt den Quest. Wenn es nicht nur eine Quest ist, der was nur Erfahrung bringt. Denn nur Erfahrung bringt jetzt nicht so viel. Na, da waren wir überall. Nö, da gehen wir weiter. Alles für die Fisch gewesen, wo ich da wieder zurückgegangen bin. Wie üblich immer wenn ich meine, ich habe Geheimnisse entdeckt oder irgendwas Tolles entdeckt, dann war es nicht so. Ich mache unmerkwürdige Geräusche. Lalalala, Geräusche. Ah, da ist ein Questgegner. Questgegner. Irgendein NPC auf jeden Fall. Hat der vielleicht Quest? Du bist kein Monster. Dem Olymp sei Dank. Du hättest die sehen sollen. Ein ganzes Heer von Monstern. Zentauren und Harpien und Satyren marschierten. Wohin? Nur wenige sind noch hier. Und die schlimmsten von ihnen. Sie lungern in einer Höhle im Herzen des Lagers herum. Was auch immer du tust, bleib dort weg. Sie werden dich in Stein verwandeln. Ich habe gesehen, wie sie so etwas machen. Höre mir zu, ich sage die Wahrheit. Gehe nicht in die Nähe der Höhle. Die Schlangenfrauen, die Gorgonen werden dich in Stein verwandeln. Eine wunderschöne Frau ging dort hinein. Und genau das haben sie mit ihr gemacht. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Schlangenfrauen Gorgonen. Bei euch vielleicht besser bekannt als Medusen. Ja, was sind Medusen? Sind immer so eben Schlangenfrauen. Also unten einfach so ein Schlangenschwanz. Oben dann so Schlangenhaare quasi. Und man sagt ihnen eben nach von der Mythologie. Ich glaube, dass ihr Blick, wenn ich mich nicht ganz täusche, dass ihr Blick einen eben versteinern lässt. Also, dass sie mit ihrem Blick Leute versteinern können. Achilles Tapferkeit. Zu Achilles gibt es auch eine witzige Geschichte. Also, man muss dabei gewesen sein, dass sie witzig ist. Aber dazu in einem Lateinunterricht bei uns haben wir einen relativ strengen Lehrer gehabt. Und so von der alten Generation. Ich glaube, der hat am liebsten die Prügelstrafe angewandt, wenn sie irgendwie erlaubt gewesen wäre. Und auf jeden Fall haben wir da dann die Texte übersetzt und lateinischen Texte und irgendwo ist dann, ich glaube bei den Geschichten Trojas oder so, ist dann irgendwann Achilles vorkommen. Und da hat mal ein guter Kollege oder halt ein Kollege von der Schule einfach, hat den Namen Achilles nicht richtig betonen können. Er hat immer Achilles gesagt, also das falsch betont. Und auf Betonung hat dieser Lateinlehrer megamäßig viel Wert gelegt. Also der wollte einfach, dass man es richtig ausspricht und auf das hat er beharrt. Und dann hat er immer so vorgesprochen, Toni! Es heißt Achilles, sag's mal nach. Achilles, na Achilles, Achilles, na Achilles, Achilles, bist du deppert? Das sind sie einfach ausgerastet, das war echt sehr amüsant, aber wie gesagt, man muss vermutlich dabei gewesen sein, damit es witzig ist. Aber da hat es mal einfach geil. Und er hat es tatsächlich nicht zusammengebracht, er hat wirklich immer Achilles gesagt. Er hat Achilles nicht aussprechen können, er hat da irgendwo eine geistige Blockade in sich gehabt. So, das wird irgendein Sense gedroppt. Mich wundert nur immer, warum diese anderen Skelette da Questgegner waren. Die haben eigentlich gar nichts gebracht. Ich glaube, ich habe einfach irgendeine Quest übersehen. Irgendeine Quest, also die vernichtet die Skelette am Eingang nach dem Kriegslager. Nervt es mir nicht, wenn ich da beim Gegenstände aufheben bin. Zombie-Hauptmann, okay, das ist relativ groß. Und er macht einen komischen Headbang mit seinem Kopf. Job was Geiles. Ah, oh, du Lusche.
und wieder schlecht eingesetzt. Sie warten müssen, bis das Skeletten-Nahkampfkrieger an herumstehen. Ja, auf jeden Fall, wir sollten da jetzt in diese Höhle gehen. Ich meine, es bleibt uns nicht anders übrig, außer wir beenden das Spiel an dieser Stelle und sagen jetzt halt, nö, nö, Gorgonenaugen, ne. Müssen wir nicht, haben wir zu viel Angst davor. Wir sind stolz, wir sind Level 14, haben einiges gesehen von der Welt Griechenlands und sind schon zufrieden mit uns. Nein, natürlich nicht, deswegen müssen wir natürlich in diese Höhle gehen, wo diese Gorgonen auf uns warten. Okay, auf uns warten sie nicht, aber wo halt die Gorgonen drin warten und die, wenn wir dann irgendwie besiegen müssen und vielleicht irgendeine schöne Frau ist da reingelaufen, die was wahrscheinlich versteinert worden ist. Vielleicht können wir die Frau retten, keine Ahnung. Ja, ich sag schon wieder, keine Ahnung. Ah, mir ist kalt daheim, es ist so kalt irgendwie. Sollte vielleicht nicht da und da das mit dem Fenster lüften, aber andererseits wird die Luft schon so stickrig in meinem Zimmer. Ich muss lüften. Es ist ein Teufelskreislauf. Wenn ich lüfte, wird es kalt und wenn ich nicht lüfte, dann stinkt die Luft. Lebensfluch. Noch mehr kannst du nicht tragen. Ein Schwert, ich sehe es, das ist ein Schwert, gib mir ein Schwert. Dein Gepäck ist voll. Marsch, ich will das Schwert, scheiß auf den Stab. Okay, 18 Lebensentzug. Okay, Life Leech, keine Ahnung, gibt uns 24 Leben für 3 Sekunden, irgendwie sowas, verstehe nicht ganz genau. 10% Wahrscheinlichkeit für 240% Lebensentzug. Eben, die deutsche Übersetzung in dem Spiel ist ein bisschen deppert. Ich glaube, Lebensentzug ist einfach Life Leech. Und Angriffsqualität. 2 auf Todesschlag übrigens, können wir Todesschlag.